Hallöchen, guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Retro-Kanal. Was passt denn besser in diese dunkle Jahreszeit als ein Horror-Adventure? Ja, richtig, ein Horror-Adventure für den C64. Lords of Doom, entwickelt von Attic und herausgebracht vom Bochumer Publisher Starbite 1990. Und wir gucken uns jetzt erstmal an, worum es hier im Groben geht. Also schauen wir uns mal die Rückseite der Box mal etwas genauer an. Lords of Doom. Und sie werden sich ausbreiten, die Saate des Verderbens in immer weiteren Kreisen ausstreuen. Wenn niemand die Gefahr erkennt und zu handeln beginnt, werden noch viele Nächte kommen, in denen sich der Mond in Wolken hüllt und der Wind ein Totenlied singt. Übernehmen Sie in Lords of Doom die Rolle der zwei Figuren Sharon und Charlie. In ihrem verzweifelten Kampf gegen die Zeit und gegen das Böse. Versuchen Sie, die zwei am Leben zu erhalten. Lösen Sie gefährliche Aufgaben und finden Sie die Fürsten der Finsternis, um dem Schrecken ein Ende zu machen. Ein Adventure, das Sie garantiert in Atem halten wird. Doch bevor wir uns diese Gruselhainis hier genauer angucken, schauen wir uns mal an, was denn die C64-Fachpresse zu Lords of Doom gesagt hat. Haha, genau, los geht's! Mit dem legendären 64er-Magazin, Ausgabe 11, 1990. Ja, und hier in diesem 64er-Magazin wurde natürlich Lords of Doom einmal richtig gut durchgetestet. Und diesen Test, den schauen wir uns jetzt erstmal an, auf Seite 114. Ich hole euch am besten erstmal ein bisschen näher heran. Moment. Ja, so ist viel besser. Vier Gruselbolde machen sich in einer Kleinstadt breit. Freiwillige vor zur aufregenden Monsterjagd. Wer glaubt, dass die dämonischen Kreaturen des Totenreichs nur in der Fantasie einiger Horrorschriftsteller existieren, der sei auf der Hut. Anscheinend gibt es die Kreaturen der Nacht wirklich. Im neuen deutschen Abenteuerspiel Lords of Doom überfällt eine Schar Untoter eine Kleinstadt und schmiedet fleißig Pläne für weitere Eroberungstaten. Der Introtext macht dem furchtlosen Spieler schnell klar, dass es sich hier nicht um einen belustigten Tanz der Vampire, sondern um handfesten Horror handelt. In einer Nacht, als sich der Mond hinter Wolken verbarg und der Wind in den Eichen stöhnte, stürmte das schaurige Heer die Häuschen der braven Bürger, um sich Schmatz, Schlabber ihrer Seelen zu bemächtigen. Eine Gruppe von vier mutigen Überlebenden betritt die Stadt, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Die garstigen Grabgestalten haben vier Anführer: die frisch geschnürte Mumie, den ewig dürstenden Vampir, ein Werwolf mit glänzendem Fell sowie den Oberzombie, frisch der ungeweihten Erde entstiegen. Um das Spiel zu lösen, müsst ihr jeden dieser Obergruseler um die Ecke bringen. Ja, ist klar. Zu Beginn steuert ihr zwei Spielfiguren, die voneinander unabhängig die Stadt erforschen können. Ihr dürft jederzeit zwischen ihnen umschalten. Im Laufe des Spiels können zwei andere Helden angeheuert werden, sodass ihr maximal vier Charaktere steuert. Lords of Doom hat 100 Schauplätze, von denen jeder eine eigene Grafik besitzt, die links oben gezeigt wird. In diesen Bildern solltet ihr mit dem Cursor fleißig herumklicken. Findet sich ein Gegenstand, wird gesagt, um was es sich genau handelt. Ihr könnt das gute Stück auch einsacken. Neben Waffen, die beim Treffen mit einem Untoten überlebenswichtig sind, stößt ihr auf alltägliche Dinge, wie eine alte Zeitschrift oder ein Abflussrohr. Zum Kämpfen kann man solche Gegenstände kaum gebrauchen, aber sie sind oft nützlich, um bestimmte Rätsel zu lösen. Auf Plakaten und in Büchern stehen viele Hinweise. Man erfährt auch Wissenswertes darüber, wie sich die vier Oberbösewichter besiegen lassen. Aha. Drei Anzeigen geben Aufschluss über den Zustand eurer Spielfiguren.
Ein grüner und ein blauer Balken zeigen an, wie es um Hunger und Durst steht. Der rote Balken zeigt die Lebensenergie, die durch Treffer mit Monstern verringert wird. Ohne Lebensenergie geht die Spielfigur in die Knie. Sind alle Recken tot, habt ihr verloren. Netterweise darf man jederzeit den Spielstand speichern, um nicht immer ganz von vorne anfangen zu müssen, wenn man mal gegen einen Dämon den Kürzeren zieht. Tja, Lords of Doom ist ein Action-Adventure, das komplett in Deutsch gehalten wurde. Die Steuerung erfolgt ausschließlich über den Joystick oder in der Version, die wir benutzen, mit der Maus. Kein einziges Wort muss eingetippt werden. Dank der stimmungsvollen Einleitung und der sehr schön animierten Monstergrafiken hat die Horroratmosphäre den rechten Biss. Gruselfreudige Zeitgenossen werden von der saftigen Story bestens bedient. Selbst an diverse kleine Gags und Anspielungen wurde gedacht. Der Umfang des Programms ist ansehnlich. Die 100 Schauplätze füllen 4 Diskettenseiten. Dank eines Schnellladers sind die Wartezeiten bei den Diskettenzugriffen angenehm kurz und nerven nicht. Allerdings meint der Tester hier, es gebe wenig Abwechslung. Er schreibt weiter, nach längerem Spielen stößt man sich allerdings an ein paar Details, die an der Motivation nagen. Der Umfang des Spiels erweist sich in der Praxis als nicht sonderlich gewaltig. Recht schnell lernt man den Großteil der Landschaft kennen, sofern man nicht Pech hat und von den zum Teil zufällig auftauchenden Monstern harsch gebremst wird. Wenig befriedigend ist auch das Kampfsystem. Man schnappt sich eine Waffe, deutet damit auf den Angreifer und drückt möglichst schnell den Feuerknopf. Hier ist auch Glück im Spiel, denn es kann passieren, dass ihr angegriffen werdet, während ihr gerade einen anderen Gegenstand untersucht. Dann muss man erst auf die Waffe klicken und verliert kostbare Zeit, in der das Monster womöglich schon zum entscheidenden Schlag gegen den jungen Helden ausgeholt hat. Lords of Doom ist ein einfach zu bedienendes Action-Adventure, das für den gestandenen Gruselgourmet einige Portionen Schauerspaß bereithält. Langfristig geht der Motivation aber etwas die Puste aus. Gute Ansätze sind da, doch zum Spitzenspiel hat's nicht gereicht. Ja, Lords of Doom kostete damals 49 D-Mark und die Bezugsquelle war Bomiko. Ja, und was die Bewertung angeht, da gab es für die Spielidee 8 Punkte, die Grafik bekam 7, der Sound 6 Punkte und die Schwierigkeit 4 Punkte. Und die Motivation 6 Punkte. Tja, wir gucken uns das Spiel jetzt natürlich auch selber an und sind bei dieser Bewertung auch ein bisschen vorsichtig, weil, wie wir ja schon oft mitbekommen haben, ist die Bewertung in der Fachpresse oft sehr, sehr subjektiv. Ja, und kann sich beim Spieler dann auch ganz anders zeigen. Okay, aber zunächst gucken wir uns doch mal die Box etwas genauer an. Also, auf zur Box! Wie bereits erwähnt, wurde Lords of Doom 1990 von Attic entwickelt und vom Bochumer Publisher Starbyte Software veröffentlicht. Und Attic war damals ein ganz neuer Softwareentwickler und wurde noch im selben Jahr von Hans-Jürgen Brändle, Jochen Hammer und Guido Henkel in Albstadt gegründet. Und neben der Zusammenarbeit mit Starbyte Software gab es auch eine mit der Schmidt Spiele GmbH. Und da hat Attic DSA die Nordland Trilogie entwickelt. Also ich kenne da jetzt nur die Schicksalsklinge und Schatten über Riva. Den dritten Teil habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Jedenfalls war Attic überhaupt kein Unbekannter. Und leider ging Attic dann 1997 pleite. Die wurden tatsächlich nicht aufgekauft oder so, sondern waren dann auch leider wirklich zahlungsunfähig. Sehr, sehr schade. Naja, okay, dann schauen wir uns erst nochmal die Box genauer an. Also, unter dem Lords of Doom Schriftzug ist hier ein böser Oberbösewicht und der verjagt hier diesen braven Bürger aus der Stadt. Ja, das sieht schon ziemlich horrormäßig aus. Sehr stimmungsvoll. Ja, die Rückseite haben wir ja schon gesehen, also kümmern wir uns jetzt mal um den Inhalt. Und ja, da gibt es natürlich das Handbuch.
Und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, weil das ist ja schon sehenswert, wie ich finde. Und hier drin ist einmal meine Speicherdiskette für die Spielstände und die beiden Spieldisketten. Und Starbite hat damals all ihre Spieldisketten immer mit diesem goldenen Glitzerlabel hier versehen. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, das ist so goldene Schrift, die glitzert. Das ist richtig schön gemacht. Gefällt mir richtig gut. Ja, und dann gab es hier noch eine kleine Information. Ja, die kam in letzter Minute und war ganz wichtig. Nämlich ist beim Druck der mit Diskettenbeschriftung ein kleiner Fehler passiert. Statt der Nummerierung 1, 2 und so weiter wurden die Disketten mit der Buchstabenfolge A, B und so weiter versehen. Wenn das Programm also mich auffordert, die Diskette 1 einzulegen, soll ich dann die Diskette A einlegen und so weiter. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Das verwirrt mich nämlich sonst ganz schön. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erst noch mal das Handbuch mal genauer an. Ja, das Handbuch wirkt erstmal recht unauffällig. In Schwarz-Weiß gehalten, steht hier natürlich erstmal drin, wer die Game Designer waren und überhaupt verantwortlich ist dafür und so. Aber dann gibt es hier eine richtig coole Vorgeschichte und die wird natürlich jetzt erstmal vorgetragen. Ist doch klar. Des Ersten ist das Dunkel der nachtöden Moore, wo schaurig der Wind seine Lieder singt. Des Zweiten ist das Dunkel im Reich des Osiris, wo Isis vom Wasser des Jenseitsstroms trinkt. Des Dritten ist das Dunkel der Treppe und Gänge, zu denen nur flackerndes Kerzenlicht dringt. Des Vierten ist das Dunkel der modernen Gräber, wo Nebel die steinernen Blöcke umschlingt. So verschieden sie sind, sie alle lieben das Dunkel, das der Nacht ihrer Seelen gleicht. Und sie dürsten gemeinsam nach dem weinroten Saft des Lebens, jenem Elixier, das ihnen Kraft verleiht. In alten Zeiten jagten sie noch einzeln, später jedoch verschworen sich ihre dunklen Seelen zu einem unheiligen Bund. Zu dieser Zeit glaubte bereits niemand mehr, dass sie es überhaupt gab. Doch sie kam. Schreckliches spielte sich in dem kleinen Fertig ab. Fertig, das Städtchen am Rande der Wüste, das kaum ein Mensch kennt. Dinge geschahen in einer Nacht, als der Mond sein Antlitz hinter dicken Wolken verbarg und der Wind in den Bäumen stöhnte. Dinge so unheimlich, gefährlich und grauenhaft, dass sich keine Menschenseele mehr in die Nähe dieses verfluchten Ortes wagt. Wer es bewusst miterlebte, für den war es eine Nacht des Grauens und der Gewalt. Die meisten jedoch wurden im Schlaf überrascht. Und dieser Tod war gnädig, weil er rasch kam, ohne Angst. Doch es war kein Tod, der ihren Seelen Ruhe schenkte. Wer starb, wurde einer von ihnen, und das war das Schlimmste von allem. Sie kamen mit der unaufhaltsamen Flut ihrer Untertanen, mit Zombies, Werwölfen, Mumien und Vampiren. Nun gehört die Stadt ihnen. Stille hat sich über Häuser und Straßen gelegt. In den Gärten sind die Blumen verdorrt. Wer es wagt, die Stadt zu betreten, wird keine Menschenseele sehen, keine Kinder hören. Niemand wird sich ihm an den Fenstern zeigen, wie die toten Augen auf die leeren Straßen starren. Seine Schritte werden ihm laut erscheinen und die Stille ringsum wie ein uralter Fluch. Und der Schatten des Grauens wird schwer auf ihn fallen. Die Stadt gehört jetzt ihnen, aber sie werden nicht dort bleiben. Sie werden sich ausbreiten und die Saat des Verderbens in immer weiteren Kreisen ausstreuen. Wenn niemand die Gefahr erkennt und zu handeln beginnt, werden noch viele Nächte kommen, in denen der Mond sich in Wolken hüllt und der Wind ein Totenlied singt. Nur sehr wenige, die das Grauen gesehen haben, kamen mit dem Leben davon. Zwei davon sind Sharon McGillis und Charlie Jackson. Sie sind die letzten menschlichen Bewohner von Fertig. Bisher gelang es ihnen noch,
sich von den umherirrenden Monsterhorden zu verbergen, doch ihre Situation ist verzweifelt. Ohne intaktes Fahrzeug sind sie von der Außenwelt abgeschnitten. Wie nur können sie Hilfe herbeiholen und diesem schrecklichen Albtraum ein Ende bereiten? Ja, und hier sehen wir die vier Lords of Doom. Das ist ziemlich cool gezeichnet, wie ich finde. Das ist einmal hier oben der Lord der Vampire, der Lord der Mumien, der Lord der Werwölfe und der Lord der Zombies. Ja, ziemlich cool gemacht. Ja, und hier geht's dann weiter. Hier wird beschrieben, wie die Mechanik im Spiel funktioniert. Und hier ist schon das nächste Artwork vom Lord der Vampire. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und hier geht's weiter, wie das Laden und Speichern funktioniert, was die Icons bedeuten. Und hier ist der Lord der Werwölfe. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, dann gibt's hier noch Spezialbefehle und ja, anderes Zeug, Shortcuts und so. Und gleich hier der Lord der Mumien. Sehr schön gezeichnet. Wunderbar. Ja, und wie man sich halt in Lords of Doom fortbewegt und so weiter und so weiter. Hier ist dann der letzte Lord, der Lord der Zombies. Ja, und hier gibt's auch noch eine wichtige Information zur C64-Version. Ja, denn die C64-Version von Lords of Doom unterscheidet sich etwas von denen der 16-Bit-Version. Ja, dies resultiert daraus, dass das Spiel nicht einfach konvertiert wurde, sondern komplett neu entwickelt wurde. Das war nämlich Sense of Wonder. Die haben sich die große Mühe gegeben und diese Version nicht nur wie ein Abklatsch der großen 16-Bit-Version aussehen lassen. Nein, die haben dieses Spiel tatsächlich von Grund auf neu programmiert. Und die Grafiken, die sind in der C64-Version meiner Meinung nach sehr viel besser gelungen als in der Amiga- oder Atari ST-Version. Sie sind irgendwie dreckiger und ja, wirken gruseliger. Ihr werdet es gleich sehen. Okay, das war das Handbuch mit der tollen Vorgeschichte. Dann würde ich sagen, wir legen los. Attacke! Lords of Doom! Genau. Und ich spiele jetzt nicht hier von meinen Originaldisketten, sondern ich verwende hier die Easy Flash Version von Master. Ja, das erspart uns nämlich die ganzen Diskettenwechseleien und die Ladezeiten sind quasi nicht vorhanden. Und Master hat auch noch eine Maussteuerung eingebaut. Ich kann jetzt also Lord of Doom sehr komfortabel mit meiner 1351 oder kompatiblen Maus steuern. Ja, und hier wird gleich verkündet, dass das Sense of Wonder Team für die C64-Version verantwortlich war. Die haben das Spiel nicht nur einfach konvertiert, sondern haben es von Grund auf neu programmiert. Ja, und das hat der C64-Version richtig gut getan. Das ist nämlich im Vergleich zu den anderen Versionen sehr viel besser gelungen, wie ich finde. Also es wirkt einfach ja, gruseliger. Die Grafiken sind ein bisschen schmutziger und ja, von der Farbpalette einfach sehr viel passender. In der Amiga- und in der Atari ST-Version wirkte Lords of Doom auf mich ein bisschen steril und ja, überhaupt nicht atmosphärisch. Das ist hier bei der C64-Version anders. Ich habe das Spiel allerdings nie durchgespielt. Ich habe es immer mal die letzten 25 Jahre mal so angespielt und ein bisschen was versucht, aber ich kam nie wirklich weit. Also ist das jetzt auch für mich hier eine kleine Premiere. Ja, also, dann würde ich mal sagen, Attacke, die Vorgeschichte, die hatten wir ja schon. So. Und da sind wir schon in dem kleinen Städtchen. Das hier ist Sharon und das ist unser Charlie. Und die beiden Plätze, die sind noch frei. Alles klar. So, da gehe ich mal zurück zu Sharon. Sharon hat hier
ein Taschenmesser dabei. Das ist als Waffe bestimmt toll. Und hier oben haben wir unsere Anzeige für Hunger, Durst und das ist die Körperenergie. Na, also wie viel Energie ich so habe. Ja, dann lege ich gleich mal los, würde ich sagen. Hier ist das Sichtfenster und hier sind dann die Richtungen, in die ich mich bewegen kann. Gut, dann mal Attacke hier in den ersten Raum. Was haben wir denn hier? Eieieiei. Das fängt schon mal gut an. Ein Sarg. Aus dem Sarg steigt ein Vampir. Oh nein. Schnell mal das Messer zur Hand. Und drauf. My only friend. The end. Ja. Oh. Ja. Ist sehr gefährlich hier. Okay, was haben wir denn hier? Ein Hammer. Ja, klingt nützlich. Ich kann jetzt alle Gegenstände, die ich hier so finde, auch wieder hier ablegen. Die erscheinen dann hier oben in der Liste. Die bleiben dann zwar hier in dem Raum, aber es ist alles ein bisschen übersichtlicher sortiert. Alles klar. Dann haben wir hier auch die Axt. Und die Axt, die erscheint mir irgendwie als bessere Waffe. Und die setze ich jetzt mal zukünftig lieber als Waffe ein. Besser ist das. Alles klar. Was haben wir denn noch hier? Eine Säge? Ja, aber das sieht so aus, als ob ich das alles nicht benutzen kann. Oder aufheben kann. Nein. Okay. Dann mal wieder raus. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Eingang. Ah, okay. Das scheint ein Metzger zu sein. Was haben wir denn hier? Viele Würstchen. Jo, Würste. Ja, die kann ich bestimmt gebrauchen, wenn ich mal Hunger kriege. Was haben wir da? So Schweinehälften. Und Schinken. Sehr gut. Da noch ein Fleischermesser. Das kann ich nicht mitnehmen. Ah, doch. Sehr gut. Ja. Ein Messer. Ja, ich glaube, das nehme ich mal lieber als Waffe. Dann lasse ich die Olax mal hier. Sehr gut, ein Fleischermesser. Prima. Okay. Dann mal weiter hier. Da ist ein Autochen. Tja. Der Tank ist offen. Aha. Okay. Ist da noch irgendwas? Aha. Klappe geht auf. Du baust die Batterie aus. Oh, Autobatterie. Oh nein, oh nein. Ach, da kommt wieder eins. Ein Monster. Was ist das? Ein Werwolf. Oh nein. Ah. Ja. Erledigt. Oh Mann. Das ist ja ganz schön nervenaufreibend. Ja, okay. Hier war jetzt eine Autobatterie. Gut. Was ist hier? Das sieht wie ein Ofen aus. Hm. Jo. Ein Ofen. Hm. Klappe zu. Ist klar. Was ist das? Keine Ahnung. Nichts Nützliches. Hm. Oh, eine Brechstange. Tja. Klingt auch sehr nützlich. Hm. Lass ich auch mal hier. Hm. Ich schaue mich erstmal hier genauer um. Ich weiß ja noch gar nicht, was hier überhaupt los ist. Okay, was haben wir hier? Das sieht hier nicht sehr gesund aus. Das ist ja alles eingestürzt. Hm. Da hinten? Und hier? Ein Taschenmesser. Das hatte ich ja schon. Hm. Lass ich mal hier. Was ist das? Oh, ein Benzinkanister. Sehr gut, sehr gut. Klingt auch irgendwie nützlich. Lass ich auch mal lieber hier. Was? Nichts Nützliches. Okay, dann mal weiter. Hm. Oh nein! Was kommt jetzt? Waffe zur Hand! Schnell! Oh nein, ein Vampir! Nein, komm schon! Ja! Meine Güte! Alles klar! Geht's hier rein? Ach, was haben wir denn hier? Das ist ja ganz schön verwüstet, meine Güte. Was ist das? $1000 Belohnung für die Ergreifung dieses Mannes.
gesucht wegen Einbruchs in Waffen- und Munitionslager. Aha. Ja, gut. Der hier? $1000 Belohnung für die Ergreifung dieses Mannes. Gesucht wegen Grabräuberei und wiederholten Einbruchs in unter Denkmalschutz stehendes Gebäude. Ja, ist doch sehr sympathisch, würde ich erstmal sagen. Naja, okay. Was haben wir hier? Scheint nichts Nützliches zu sein. Nee. Das? An wen ist das Telegramm gerichtet? Keine Ahnung. Okay, es ist ein Telegraph? Ja, okay. Gut zu wissen. Gut. Okay, dann geht's hier auch mal weiter. Naja, was haben wir hier? Na, nichts weiter. Das? Demnächst in diesem Kino. Die Mumie. Garantiert lebendig mumifiziert. Eintritt ab 3700 Jahren. Aha. Oh Gott. Die Mumie. Ich suche ja den Lord der Mumien. Hm. Ist er vielleicht da drin? Ich hoffe nicht. Was ist denn hier hinten? Aha. Sieht wie eine Bücherei aus. Interessant. Hm. Was gibt's denn hier? Was ist das? Elmo Ripper. Rendezvous. Was? James, der Horrorschriftsteller, ließ die Hände von der Schreibmaschine sinken und drehte sich um. Hinter ihm stand Orlok Nosferatu und sagte: Sie Theoretiker! Aha. Okay. Was ist das? Pater Goodman. Die Nächte des Mächte des Bösen? Im Kampf gegen die lebenden Toten ist Opferbereitschaft ein unerlässlicher Wegbegleiter. Aha. Opferbereitschaft. So, so. Und das? Dr. Jonathan Parker. Vampirologie, Band 1. Hm. Okay, aus Gründen, die sich der Wissenschaft nach nicht völlig erschlossen haben, erweisen sich Vampire gegenüber Armbrustschüssen als überaus sensibel. Aha. Armbruste. Ah ja. Hm. Tja. Ja. Klingt irgendwie logisch. Oh nein! Oh nein! Schnell die Waffe zur Hand! Ah, fiese Vampir! Oh. My only friend, the end. Erledigt. Oh nein, was kommt jetzt? Oh nein, ein Zombie! Oh nein, weg mit dir! Weg, weg! Das darf doch nicht wahr sein. Kommt ihr denn jetzt alle her? Okay, nächstes Buch. Was? Thea Helsing, Zombies. Ihr Anführer wird bezwungen, indem man seine leibliche Einheit versehrt. Aha. Werden die Überreste jedoch nicht mit gesegneter Erde überhäuft, wird er wieder auferstehen. Ja, macht auch Sinn. Das sind ganz gute Tipps hier, finde ich. Dr. Jonathan Harker wieder. Vampirologie Band 2. Aha. Die erfolgreiche Konfrontation mit höchsten Vertretern der Untoten setzt Systematik voraus. Aha. Vor der Pfählung muss der Untote mit Weihwasser besprenkelt werden. Ja, ein guter Hinweis. Dorian Dark. Rote Pest. Der Juckreiz im Rücken wurde immer heftiger. Und dann sah er die Stelle, wo es juckte, im Spiegel. Ein kleiner, blutiger Kratzer, aus dem spinnenähnliche Kreaturen krabbeln. Oh nein, muss das denn sein? Was haben wir hier? Noch mehr Bücher. Ah ja, Alice Stranger, das Grauen. Judy schaute unter das Bett und stellte erleichtert fest, dass dort keine Leiche lag.
Ja, das ist gut. Als sie wieder hochkam, stand eine Leiche vor ihr. Oh nein. Ja, nee, das ist nicht schön. Ja. Ja, was haben wir hier? Noch mehr Bücher? Ellen Gardiner, der Fluch. Schon streckte die Mumie ihre Arme nach Gordon aus, als der Flammenwerfer aufbrüllte. Aha, die Mumie krümmte sich in einem Wirbel lodener Glut, der sie in Sekundenschnelle verschlang. Aha, ein Flammenwerfer. Tja, Flammenwerfer gegen Mumien, das klingt gut, finde ich gut, ja. Okay, Mensch, das war aber hier ganz schön aufschlussreich in der Bücherei. Na gut, dann schaue ich mal hier, was im Kino so los ist. Hey, das ist doch Batman. Ja, cool. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist was im Raum drin. Hier, das kann man hier oben sehen. Ah, was ist das? Oh, eine Cola. Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Ja, die kann ich bestimmt mal gebrauchen. Wenn ich Durst kriege oder so. Also, im Kino gibt's Cola. Sehr gut. Ja, dann mal weiter hier. Oh, Larry's Restaurant. Ja. Schau ich mal rein. Oh, Feuer. Was ist denn hier passiert? Eieieiei. Er ist ganz schön kaputt hier. Tja. Ne, hier ist nichts Brauchbares. Und hinter mir? Aha. Sieht aus wie ein Gartenschuppen oder so. Was ist das? Oh, eine große Schaufel. Na gut. Was ist das? Gartenschlauch. Und eine Gartenpumpe? Aha. Was ist das? Interessant. Gartenschlauch und Gartenpumpe. Ja, schon interessante Sachen, die ich hier finde. Eine Autobatterie. Okay. Ja, gut. Mal weiter hier. Oh. Das klingt nicht vertrauenserweckend. Was haben wir denn hier? Bäume. Oh, ein Apfel. Gut. Ja, wenn ich mal Hunger habe, ne? Und noch ein Apfel. Eieiei. Noch ein Apfel. Ei, ein Apfelbaum. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Ha. Ja, ich glaube, ich speichere mal besser hier ab. Besser ist das. Spielstand speichern. Spielstand speichern. Ja klar, kann ich auch einen Namen eingeben? Nein. Nee, ich kann einfach nur speichern. Ach nee, doch. Okay, dann nehme ich hier Spielstand 1 und nenne das Spielstand 1. Ja, super. Okay. Ja, dann habe ich doch schon eine ganze Ecke von der Stadt hier erforschen können. Ja, aber das war bestimmt erst der Anfang. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dann. Ciao.